7. November 1982. Salvo in der grössten Musikshow im ZDF. Musikladen. Lang habe ich nichts mehr von dem Lied «Sogno Romantico» gehört. Die Plattenfirma hat es überall hin verschickt, doch kein Echo. Bis im Herbst ein gewisser Rolf Beierli, ein mächtiger Verlagsmensch aus Hamburg, mal zu Besuch bei den Aktiv Records in Mullis war und sich «Sogno Romantico» zusammen mit seiner Frau noch einmal angehört hat. Obwohl er das Lied im Sommer schon mal bei sich zu Hause in Hamburg gehört hat, doch jetzt war Herbst und in Mullis. Und wegen dem vielleicht hat er jetzt noch einmal ein Kassettchen mitgenommen. Aber kennen wir den Ausdruck, wenn es sein muss, dann muss es halt eben sein. Und dann, ich kann mich nicht vorstellen, ist es Schlag auf Schlag gegangen. Rolf Beierle hat eine Telex-Nachricht geschickt, er hat den Titel jetzt schon auf Mallorca und in London in einer Diskothek laufen lassen und überall hat es Reaktionen gegeben. Er würde gerne das Lied mit mir machen und breche den Titel als Single in Deutschland raus. Wow. Ich soll mir den 11. November reservieren oder gerade fix buchen und dann gerade auf Bremen kommen, weil dort habe ich einen Auftritt im ZDF. In der berühmtesten Musiksendung von damals im Musikladen. Ein romantischer Traum, Sogno Romantico, hier ist Salvo. Moderiert vom fantastischen Manfred Sechsauer. Das sollst du noch irgendwelche Zusammenhänge verstehen. Es gibt gar keine Erklärung, warum das gewisse Sachen manchmal einfach passieren, wenn es muss sein. Oder wie der Glarner sagt, wenn der Schied Stock kalbert, der... Ja, der hat tatsächlich kalbert. Nachdem ich mich vom Schock und von der Freude von dieser Nachricht einigermaßen erholt hatte, habe ich Koffer gepackt und bin auf das Hamburg geflogen. Im Fernsehstudio habe ich vor lauter Staunen fast das Maul nicht mehr zugebracht. Mit wie viel Stars ich da in der gleichen Sendung auftreten. Boy George, Shakin' Stevens und last but not least, Mr. John Denver, Devil Country Road singt. Jetzt habe ich noch etwas zum Anlegen gebraucht, weil sie haben mich ja ganz schick gewählt, am schwarzen Flügel mit weißer Schale und Fleuger. Zum Glück hatte ich schon die Hochseitschale gekauft. Da habe ich halt die angelegt. Erste Probe mit Streichquartett und Musiker, ich am Flügel. Alle haben nur müssen den gleichen tun, dass sie spielen, weil das ganze Ding ist voll Playback abgelaufen. Ich hatte dazu müssen die Lippen bewegen und den gleichen tun, als ob ich würde singen. Ui, aber die erste Probe ist Schüttose. Ich, wo ja vorgestern gerade das Aufgebot bekommen habe, hat doch gar keine Zeit gehabt, um irgendetwas zu üben. Ehrlich gesagt, ich hätte auch gar nicht gewusst, wenn man sich auf so eine riesen Kiste vorbereitet. Und darum hat mich der Produktionsleiter in die Garderobe zitiert und gesagt, mein Lip-Sync müsse besser werden. Okay, Lip-Sync. Das macht man so. Vor einem Spiegel hocken und so lange üben, bis meine Lippenbewegungen zum Vollplayback passen. Uff, bis tief in die Nacht habe ich müssen üben. Und dann sind sie zufrieden gewesen. Umso grösser war natürlich die Freude, wo wir zwei Wochen später erfahren haben, dass wir mit Sogno Romantico in der Top 50 von der deutschen Hitparade gelandet sind und dass die Sendung, die in ganz Deutschland, Skandinavien, in den Niederlanden ausgestrahlt worden ist, über 7 Millionen Zuschauer-Einschaltquote erreicht hat. Etwas vom Schönsten in dieser Hamburger Zeit, ich war etwa 2 Wochen hier oben, ist nebst dem Promo-Auftritt mit Rex Gildo, Toni Marshall, Gottlieb Wendehals, selig Begegnung mit dem John Denver gewesen. Ich mag mich noch so gerne daran erinnern, wenn er mich zum Bier eingeladen hat im Fernsehstudio und hat einfach wollen wissen, was das auf Englisch heisst, wo ich bei Sogno Romantico singe. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, shining the river.